Wer schon immer mal bei einem Wintermärchen mitwirken wollte, konnte sich in Kaspis Wunsch erfüllen. Zudem gab sich ein ganz besonderer Rauschgoldengel die Ehre. Eine gute Gelegenheit, um klatschmäßig auf den neuesten Stand zu kommen. Wie war das neulich mit dem Scheich, der sie ohne Umschweife ins Schlafzimmer brachte? Das ist ein Trottel. Das ist ein ganz blöder, aber ich habe ihn nie kennengelernt. Er wollte einen Film machen. Und hat mein Agenten, ich war in Florida, in Palm Beach in der Haus. Und dann hat mein Agent gedacht, ein sehr gutes Buch. Und ich habe ja in der Türkei gelebt, als ich ganz jung war. Und das ist ein modernes Saudi-Arabien. Und da habe ich gesagt, es interessiert mich, das Buch zu machen, einen Film. Und dann habe ich ihn aber nie getroffen, da wurde ja nur Publicity. Seltsame Leute tut es. Aber wie steht es im großen Polizisten-Ohrfeigen-Prozess? Es antwortet ihr umstrittener König und derzeitiger Ehemann. Wir sind in der Berufung. Wir sind in die Berufung gegangen. Sie brauchen also nicht die 3 Tage ins Gefängnis zu gehen. Und Sie brauchen nicht die Bewährung abzuwarten. Alles ist jetzt erstmal verfallen. Wir sind in der Berufung. Der Berufungsprozess geht los in einem Monat. Wenn auch schade um die schönen T-Shirts. Auch der Weihnachtsmann nahm sich kurz frei, um ein bisschen Jaja zu gucken. Gibt es eigentlich weitere Heiratspläne für die 90er? Are you crazy? I'm very happily married. Man wird doch wohl noch fragen dürfen. Ich liebe noch anzumerken, dass sie endlich wieder in ihrer Heimat Ungarn war, dass sie Plüschfrösche sammelt, die allesamt Hans heißen, und dass demnächst ein Film über ihr Leben entstehen soll. Nach reiflicher Überlegung wird sie den Teenager-Part doch einer jungen Schauspielerin überlassen und sich erst ab 35 Jahren.